Krater in einer Straße in Kiew. In der Nacht ist es zu schweren Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt gekommen. Die Luftabwehr gibt an, 31 russische Raketen abgewehrt zu haben. Laut Behörden wurden bei dem Angriff dennoch mindestens 17 Menschen verletzt. 13 in Kiew selbst und 4 weitere im Umland. Als das alles passiert ist, haben wir geschlafen. Wir haben ein Pfeifen gehört. Ich bin davon plötzlich aufgewacht. Dann habe ich eine Explosion gehört. Es gab einen hellen Blitz. Ich war in Panik, hysterisch. Mein Mann hat mich umarmt. Ich konnte nicht laufen, nichts. Hier ist meine Freundin Ekaterina. Sie lebt allein. Ich habe sie angerufen und gesagt, Katjuscha, komm zu uns. Gemeinsam ist es leichter, das alles zu überstehen. Zuletzt hatte es Anfang Februar einen größeren russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt gegeben. Am Mittwoch gab es in der Ukraine und in Russland bei Angriffen beider Seiten mehrere Tote.